Honda Race Simulator is supported by the following sponsors. Ja, und damit herzlich willkommen mal wieder zurück bei Honda Race Simulator. Ich habe es lange, lange nicht gespielt. Oh, was war denn das für ein Bild? Für die, die Honda Race Simulator nicht kennen, das ist ein Spiel, was noch nicht offiziell draußen ist. Man kann es aber schon mit testen und probieren. Es ist schon in der Entwicklung. Ja, und es sind jetzt sehr, sehr viele Updates ins Land gegangen. Ich habe keine Ahnung, was sich alles verändert hat. Ich habe jetzt ungefähr seit einem Jahr gefühlt nicht mehr reingeguckt. Und ich bin gespannt. Es ist natürlich immer noch im Alpha, also es ist immer noch in der Entwicklung. Und ja, ich bin gespannt, was sich verändert hat. Ich will mal reingucken. Ich habe mir jetzt auch nichts auf dem zweiten Monitor irgendwie aufgemacht. Pipapo. Auch nehme ich jetzt die andere mit einem anderen Aufnahmeprogramm auf, und zwar mit OBS. Ich versuche auch mal jetzt ab und zu mal mit OBS als Alternativaufnahmeprogramm Let's Plays aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir da denke. Drückt mir einfach die Daumen, dass es funktioniert. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir einmal in die wunderschöne Welt von Honda Race Simulator. Für die, die es nicht kennen, die junge Dame hier rechts im Bild, das ist Honda Race. Und Honda Race hat so ein Problem, was Gefühle angeht. Sie ist sehr gefühlskalt immer gewesen, konnte sich nie, ne, und pipapo, also auf andere einlassen oder Gefühle zeigen in irgendeiner Weise. Dann traf sie die große Liebe. Und jetzt hat sich das gewandelt, kann man sagen. In der Nähe der großen Liebe ist sie überaus schüchtern und kann gar nichts mehr machen. Sie weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Allerdings wird sie sehr sauer, wenn man ihrem Schwarm zu nahe kommt. Und das, man sieht ab und zu mal das Bild eingeblendet. Was passiert, wenn sie ausrastet? Ja. Und natürlich werde ich es nicht zulassen, dass uns jemand Senpai wegnimmt. Nein. Das werde ich nicht zulassen. Wir machen ein New Game. Achso, mit E muss ich hier confirm. Kill ist 0. Mut 0. Was ist das? Alerts 0. Week 1. Day Monday. Rivale Osana. Empty File. Wir machen mal ein leeres. Kann ich das löschen? Ah, Delete. Ja, lösch mal. Create a new. Wir machen was Neues. So. Mal gucken. Das. Ach so, cool. Man kann das noch nicht ändern. Aber das war, glaube ich, damals auch noch nicht drin. Ja. Senpai. Also, so wie er jetzt hier ist, Standard, das ist der Senpai aus der normalen Version. Ne, man sieht auch schon, Honda Race läuft hinterher und beobachtet ihren Senpai. Ja, ich würde sagen, wir helfen ihr mal. Ayushu, yes. Wir belassen das mal so. Wir können auch die Uniformen ändern. Das ist eine Gothic-Schule dann wohl eher. Was? Nee, nein. Oh Gott, ich belasse mal die Standarduniform. Ich belasse das mal in Standard. Ja, das passt schon so. Das sieht ganz schick aus, so wie es ist. Ich bin gespannt. Oh. Feel anything. For as long as I can remember, I've never been able to feel emotions. I pretend to be normal when I'm around other people. But on the inside, I feel nothing. It's not as bad as it may sound. I know that I'm broken, but I don't care. This is normal for me. But everything changed when I met him. My senpai. For the first time, I felt something. A strong desire. A longing. A yearning. A craving. Now I finally understand what it means to be human. To be alive. I'm addicted to the way he makes me feel. I don't care about anything else. He is everything to me. And now, someone is trying to take him from me. She wants him, but not in the same way that I want him. She could never appreciate him the way I do. She doesn't deserve him. He belongs to me alone. She has taught me a new emotion. Rage. I want to stop her. I want to hurt her. I want to kill her.
There is nothing I won't do for Senpai. I won't let anyone come between us. I don't care what I have to do. I don't care who I have to hurt. I don't care whose blood I have to spill. I won't let anyone take him from me. Nothing else matters. No one else matters. Senpai will be mine. He doesn't have a choice. Ich mag den, den Vorspann. Ich habe es jetzt mal durchlaufen lassen für alle, die die Yandere Simulator nicht kennen. Ja, es ist glaube ich ab 18. Und ja, ich freue mich so drauf. Man hat ja gerade schon gehört, das, was ich kurz angeschnitten habe, das habt ihr jetzt nochmal gehört von ihr selber. Und ja, wir müssen halt dafür sorgen, dass niemand unseren Senpai uns wegnimmt. Es ist nicht so, als ob er eine Wahl hätte, aber... Und wie es halt so ist, alle Rivalinnen müssen weg. Auf die eine oder andere Weise. Obwohl, Weise ist dieselbe, aber die Art wird die andere sein. Das ist ein bisschen kompliziert. Was war denn das jetzt hier? Ach, ich erinnere mich. Do I know you? I saw you stalking an upperclassman today. Das hier skippe ich jetzt kurz, das erkläre ich euch gleich. So, Tag 1. Also, nee, ist Montag. Gut, was sage ich? Montag, perfekt. Oh, ich bin gespannt, wie es sich verändert hat. Ah, oh, es wird so schön. Ja, oh, Senpai. Ah, oh, es wird so schön. Okay, wir sind erstmal in unserem Zimmer. Es ist 6.30 Uhr morgens. Montagmorgen. So, wir haben uns schon fertig gemacht für die Schule. Das ist unser Zimmer. Das mit dem Handy gerade. Wir haben mit jemandem in uns, also unserer Schule gerade geschrieben quasi. Und zwar heißt die Info-Chan. Und die Info-Chan, die weiß über alle Bescheid. Hä? Die versucht über alle Geheimnisse rauszufinden. Also alle in der Schule, alle Geheimnisse aufzudecken. Alle schmutzigen Geheimnisse, alle guten Geheimnisse. Und ja. Und die hilft uns quasi. Gibt uns Infos über Leute. Gibt uns Infos über alles Mögliche eigentlich. Damit wir aufpassen können, dass niemand unserem Senpai zu nahe kommt. Was natürlich sehr praktisch ist. Sie hat auch was davon, denn... Oh Gott, ich erinnere mich wieder dran. Denn die Info-Chan, die hat ein Hobby. Die Info-Chan mag Panties. Also die mag Schlüpferfotos. Sag mal, wie es ist. Sie mag Schlüpferfotos. Und natürlich, Yandere-Chan, die wir hier spielen, gibt ihr für diese Information Schlüpferfotos. Natürlich nicht ihre eigenen, das wäre ja Quatsch. Das ist ja, nee, warum auch? Nee. Die Fotos müssen wir auch noch organisieren. Ihr seht schon, das Spiel ist nicht ohne Grund ab 18. Was war denn das hier? Oh, der Senpai-Schrein. Ja, sie hat hier von ihrem Geliebten nämlich Sachen gesammelt. Hier hat er mal eine Cola-Dose getrunken und dann auf den Boden geschmissen. Wir haben sie aufgehoben und in den Schrank gelegt. Was ist das? Seine Loungebox nehme ich mal an. Ein Apfelkrebs, den er weggeschmissen hat, als er fertig war. Wir haben ihn aufgesammelt. Oh, da ist sogar noch sein Speichel dran da unten. Oh, ist das schön. Ja, ein Stück seiner Haare. Er hat es nicht gemerkt, dass wir es ihm abgeschnitten haben. Als er unter der Dusche war. Ach ja. Ein Stück von seinem, ein Knopf von seiner Uniform, liebevoll aufgehoben, seine Zahnbürste. Der Speichel ist sogar noch zwischen den Borsten. Man kann es noch manchmal glitzern sehen. Oh, ein Bleistift, auf dem er rumgekatscht hat. Sein ausgespuckter Kaugummi, natürlich auch aufgehoben. Er ist sogar noch ganz warm. Warte mal, was? This is chewing gum, it was in his... Achso, ja, der war in seinem warmen Mund. Das klingt so falsch. Was ist das für eine Erklärung? Entwickler, warum? Diese Erklärung. Ja, okay. Die Entwickler machen es eh nicht besser. Hier war er mal verletzt, also sein Blut dran. Die haben immer noch Erklärungen dazu geschrieben. Ich
Ich mag die Erklärung irgendwie nicht. Okay, sie katscht auch selber auf dem Bleistift drumherum, da wo er rumgekatscht hat. Das, ne, weil es ist ja so köstlich und okay. Hier haben wir noch ein Bild von ihm, sein Porträt. Oh, er wird uns gehören, nur uns allein. So, hier haben wir noch Panties. Ach so. Ja, alles klar. Belassen wir es Standard einfach. Ich will erstmal gucken, was sich alles verändert hat. Das ist ja alles noch alt. Also das kennen wir, kenne ich alles noch. Einen Tag können wir nicht skippen. Das geht jetzt auch nicht. Wir müssen natürlich auch in die Schule gehen. Also, ne, das ist alles dasselbe. Wir können uns Fotos, Screenshots, die ich gemacht habe, dahin packen. Wir können dann theoretisch sogar mit roten Fäden das verbinden. Können uns quasi selber, ne, also wenn wir jetzt hier sind. Die Fotos sind ja wirklich auf dem Board. Und wir könnten dann zum Beispiel, glaube ich, sogar so rote Fäden ziehen. Zum sagen, okay, die hat letztens mit dem geredet. Die hat aber auch ein Gerücht über den erzählt. Wenn ich das beweisen kann, dann kann ich, ne, und dann kann ich die ausspielen und dann zerstöre ich die Freundschaft von denen und dann. Voll gut. Das ist ziemlich gut. Also, es macht voll Laune eigentlich. So, Exit. Basement. Wir können auch in den Keller gehen. Die andere Tür hat nämlich einen Keller. Und in diesem Keller können wir auch jemanden, nun ja, gegen seinen Willen vielleicht fesseln und ausfragen oder einfach verschwinden lassen. Man weiß es nicht. Das Spiel ist nicht ohne Grund ab 18. Ich möchte es immer wieder mal erwähnen. Ich glaube, das darf man sogar nicht streamen. Ich glaube, da gibt es bei Twitch gibt es da, glaube ich, ein Veto dafür. Ich habe da wohl irgendwas mitgekriegt. Oh, ich freue mich drauf. Yandere-chan. Ja, und Senpai. Ich habe so ewig nicht mehr reingeguckt. Ich bin gespannt, was sich alles verändert. In der Schule, bei den Leuten. Es gibt, glaube ich, sehr viele neue Charaktere jetzt. Sehr viele neue Charaktere, die ich alle erstmal irgendwie versuchen muss kennenzulernen und so. Und wie gesagt, es ist noch in der Alpha, in der frühen Alpha immer noch. Und es ist natürlich alles auf Englisch, also hier ist noch nichts auf Deutsch, ne? So. Ah, schön. Oh, voll der Anime. Ui. Oh, das sieht schön aus. Guckt mal, die haben sogar einen Hintergrund jetzt hinzugefügt. Dahin sind die Berge. Schön. Wer seid ihr denn alles? Was seid... Ihr seid zum Wissenschaftsclub, ne? Das ist das Bandage da in seinem Arm. Wissenschaftsclub. Der Gärtnerclub nehme ich mal an mit eurem Blumen im Haar. Ach, du Backe. Zickenkrieg. Okay, die Zicken nicht. Nee, ich... Nee, keine Lust. Wen haben wir hier? Oh, die sind alle neu, lol. Wer seid ihr denn, ne? Schwimmer. Das ist der Schwimmclub. Den hatte ich schon. Wen haben wir hier? Musikclub? Fotoclub? Bei Fotoclub muss ich sofort an Life is Strange denken. Oh Gott, die ziehen sich jetzt alle ihre Hausschuhe an. Für die Schule. Für das Schulgebäude. Wir haben einen Technikclub, Handys und Co. Hier, Gamingclub. Der Gamingclub. Er läuft alleine rum. Wir können uns auch den ganzen Clubs anschließen im Endeffekt. Also das ist so cool ist das. Aber ich freue mich so drauf. Oh hier, Karate-Club. Wenn das dann irgendwann mal wirklich released ist. Also wenn das dann Story hat und man kann es durchspielen. Also die Story ist noch nicht drin, also man kann es noch nicht durchspielen. Die größten Zicken hier. Wie kann ich eigentlich mein Handy... Ah, mit Rechtsklick kann ich mein Handy. Da kann ich auch Fotos machen. Oh lol. Ich wollte gar kein Foto machen. Delete. Wie kann ich denn crouchen eigentlich? Lol, alles klar. So kann ich crouchen. Wenn ich String gedrückt halte, sehe ich zum Beispiel überall, wo Wasser ist. Da kann ich mir das Blut abwaschen. Ich meine natürlich mir die Hände waschen einfach nur. Hier, oh, hier sieht man noch die. Ui, die Poster sind ja hübsch. Material Arts Club. Fotografen Club. Science Club. Der Science Club ist ja cool. Sport Club. Garten Club. Was haben wir hier drüben noch? Rockout Club. Also Musik Club. Der Art Club. Okkult Club. Drama Club. Und der Kochclub. Ei, ist ja cool. Okay, ich gehe erstmal überall rum. Was haben wir hier? Klassenzimmer, normale Klassenzimmer. Was? Ist nicht sehr spannend. Ich gehe erstmal rum und gucke mir alles an. Und hier die Details mit den Bildern und alles, ne? Okkultclub. Drama Club. Hier sind nur die Toiletten. Hier ist die medizinische Abteilung. Ach, ist das. Das ist so schön mal wieder, ey. Oh, was haben wir denn hier? Eine Spritze? Könnten Sie mal bitte
Achso. Können Sie mal bitte darüber gehen, in das andere Zimmer? Ich habe eine Spritze mitgenommen. Sie wird es nie erfahren. Kann ich das da mitnehmen? Das kann ich nicht mitnehmen, verdammt. Ich bin gar nicht da. Da war keine Spritze. Was haben wir hier? Der Fakultätsraum. Also. Oh. Hä? Oh, da darf ich nicht rein. Okay, Entschuldigung. Ach hier, der Innenhof. Da ist Senpai. Oh, Senpai. Hi, Senpai. Erstmal ganz heimisch ein Foto machen. No. Und da sieht man oben in der Mitte ein Herz. Das speichere ich. Warte mal. Hm. C. Wieso reden die miteinander? Oh Gott, Senpai ist etwas. Ich möchte die Krumeln aufsammeln. Oh mein Gott. Ja, speichern. Oh, okay. Ich hab's gesehen, jetzt ist, wenn sie zu nah rangeht, dann ist sie zu schüchtern. Wer bist du? Foto. Shoko Tsubari. F Cent. Okay, Social Butterfly. Reputation. Also wir können auch den Ruf von Leuten schlecht machen oder ins Gute ziehen. Unser eigener Ruf muss natürlich, müssen wir natürlich auch aufpassen. Crush, also mit wem man gerade in einer Beziehung ist, das sieht man nicht. Er ist im Kochclub. Selbstverteidigung. Incapable. Keine Ahnung, was das bedeutet. Klasse 3. 2. Okay. Ne, wir können halt so Informationen. Das ist, glaube ich, die. Ist das selbst du diejenige? Ja, das ist sie, glaube ich. Ich glaube, das war sie. Ihr seht schon, sie ist noch nicht wirklich hier. Man kann auch nicht mit ihr reden. Man kann eigentlich mit jedem Schüler reden. Sie ist noch nicht wirklich da. Das ist, glaube ich, die. Die will sie an unseren Senpai nämlich ran. Ne? Das muss ich verhindern. Das müssen wir verhindern. Ich glaube, das ist sie nämlich. Und ihr seht auch unten, ganz unten steht auch, das ist nur die offizielle Demo, das ist ein Debug-Bild für Testing. Also, das ist nicht mal die offizielle Demo, das ist wirklich einfach nur eine Version, um das Spiel schon spielen zu können, um Bilder zu probieren und zu testen. Was haben wir hier? Für ein Zimmer. Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Alles gut, das ist quasi die Schuldirektorin, nehme ich an. Alles gut. Tut mir leid, ich wollte sie nicht stören. Ich wollte mich nur in der Schule umgucken. Oh, was ist das? Was ist das? Learn new topic? Was ist das? Das ist der Kochraum. Oh mein Gott. Oh, hier haben wir ein Messer. Okay. Oh, leck, Alter. Ich drehe zu dem Kochclub bei. Oh mein Gott, ist das lecker. Oh, das sieht lecker aus. Wie kann ich dem Kochclub beitreten, bitte? Wie kann ich dem Kochclub beitreten? Was haben wir hier? Drama Club. Okay, hier haben wir den Drama Club. Würde ich auch gerne mitmachen. Was haben wir denn hier? Oh, was ist das denn? Okay. Wie kann ich was fallen lassen? Hä? Mit H kann ich. Leute, mit Haar kann ich meine Frisur ändern. Ach, cool. Nein. Oh, sieht das hübsch aus. Oh, nein. Ach, du Bucket, nein. Oh Gott, nein, nein, nö, nee, 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 was haben wir denn? Das ist irgendwie meine Frisur. Ich habe kein Schwert in der Hand. Die, die mit den Weißen so rumlaufen, das sind Aufsichtspersonen. Was habe ich jetzt gedrückt? Ach, hier. Das sieht hübsch aus. Das nehme ich. Okay. Hier kann man nichts mitnehmen. Gott, die Masken müssen wir noch mitnehmen können. Wenn man jemanden um die Ecke bringt, dann so eine Maske aufsetzen. Wie kann ich denn was droppen? Ah, okay. Ich kann die Waffe dann verschwinden. Ah, okay. Das ist natürlich ganz cool. Dann sind die Zicken. Oh, hier ist der Okkult-Club. Schönen guten Tag. Ah!
Ach lol, die Baderäume.